Doppelsyndikat. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Ranked. Fliegende Redenia brauche ich schon mal nicht. Fans gefällt mir relativ gut. Die kann ich nach einem Sigi droppen. Wir machen nochmal eine Runde mit dem Syndikat-Deck. Ich denke nicht, dass ich zweimal einen Eastrop brauche. Ich habe allgemein momentan sehr viele Karten, die Münzen geben, aber weniger die Münzen ausgeben können. Kalkstein möchte ich vielleicht sogar ganz gerne behalten für die nächsten Runden. Möchte ich noch einen Schwindel ablegen oder noch einen Eastrop? Ich lege mal noch einen Eastrop ab. Einen Tunneldrill. Den werde ich wahrscheinlich, denke ich, auch nicht großartig brauchen. Okay. Die Katze ist gerade wieder hier. Fangen natürlich wieder an mit dem Sigi. Kriegen das Schiffchen raus. Er könnte unsere fliegende Redenia-Karte klauen. Dann überlege ich halt, ob ich sie zurückklaue, aber ich werde erstmal Fans benutzen. Die Wutzahlen, zack. Volle Punkte. Was denn los? Ah, er macht genau dasselbe. Okay. Was mache ich jetzt? Ich könnte theoretisch. Ich glaube, ich werde sogar einen Seeschakal mal ausspielen und mit den einmal hochpusten. Das ist in Ordnung. Text Collector. Ich habe bis jetzt noch keine Philippa gespielt und das ist, was mich wirklich so ein bisschen stutzig macht. Ob er eine Philippa überhaupt hat. Ich überlege halt, ob ich jetzt meine ausspiele und sein Schiff klaue. Das wäre eigentlich für mich so die beste Nutzung von der Philippa, weil ich würde halt zwei Schiffe wieder kriegen. Ja, und zwei Schiffe wären halt wirklich nicht so verkehrt. Und im schlimmsten Fall kontert er es halt aus. So, und ich werde tatsächlich mal ein Schiff hochboosten. Muss man nämlich noch genau überlegen, ob ich jetzt nächste Runde weiterspiele, weil er hat natürlich ordentlich Münzen. Aber ich könnte halt mit zwei Schiffen passen, so. Okay. Müsste noch 10 Punkte aufholen, aber das wäre nicht so das Problem, weil er hat noch genug Münzen. So, ich habe die Münzen halt nicht. Wenn er wirklich Kopfgelder spielt, habe ich immer noch einen Kalkstein, der Kopfgelder entfernen kann, was auch nicht wirklich schlimm für mich ist. Wenn er jetzt zum Beispiel eine Philippa ausspielt, dann müsste er einmal seine Anführerfähigkeit verwenden, dass es reicht, dass er sich das gute Schiff klaut. Na, er kann auch noch zwei Karten ausspielen. Aber wie gesagt, ich habe keine Münzen. Und diese Münzen sind fast schon die 10 Punkte Unterschied. Klaut sich kein Schiff zurück. Das ist interessant tatsächlich. Ich denke, ich werde meinen Tunneldrill nicht brauchen. Imke für die nächste Runde wäre ganz toll. Ich kann jetzt zwei Karten wegwerfen. Das heißt, den Tunnel Fire Priest und wahrscheinlich den Tunneldrill könnte ich wegwerfen. Wobei ich kann auch noch gucken, ob ich nach besseren Karten ziehen kann. Edward Bossoli gefällt mir zum Beispiel ziemlich gut. Ich lege mal noch einen Schwindel ab, weil ich habe einen Pickpocket momentan auf der Hand. Okay. Ich nehme mal sehr stark an, er möchte auch einfach nur eine Karte loswerden. Ich habe tatsächlich Angst, ob ich den Tunneldrill ablegen will oder nicht. Weil der Tunneldrill könnte auch noch nächste Runde relativ gut werden. Ich hätte jetzt ganz gerne vielleicht sogar noch einen Eastrop. Okay, er spielt sogar weiter. Kann sie jetzt natürlich klauen, aber er könnte sie mir sowieso klauen, wenn er will, mit einer Philippa. Der Vorteil, den ich habe einfach noch zwei Schiffe, die ich raushole. Ja. Es ist natürlich klar, dass er das macht dann. So, ich hole erstmal beide Schiffe raus. Natürlich jede Runde jetzt 4 Münzen. Beide Imkes werde ich nicht wegkriegen können. Kriegt sogar 5 Münzen die Runde immer. Das ist wirklich eine Menge Münzen, die er hat. Aber
Ich habe eine Karte mehr. Jede Runde 5 Punkte, das ist enorm, das ist echt enorm. Okay. Ich möchte tatsächlich jetzt einen Bossodi ausspielen. Ich möchte ihn mal seinen Schmied wegschießen. Und möchte Bossodi, ich werde ihn nicht aus der Reichweite rausbringen können, ne? Die Frage ist, ob ich schon eine Anführerfähigkeit benutze, aber ich kann immer noch mit dem Seeschakal Punkte nachholen. Ich denke mal, er wird halt auch noch weiterspielen. Das heißt, ich werde jetzt passen. Ich denke mal, er wird jetzt seinen Bossodi ausspielen. Oder seinen Seeschakal. Okay, kriegt dann sogar 14 Punkte hoch. Also ich kriege immer noch einen kompletten Seeschakal weg, das weiß ich. Und wenn er jetzt nur noch diese Karte für seine Münzen hat, dann wird es für ihn sehr kritisch, weil Mowels wird ihm all seine Münzen nehmen. Und die Münzen, wenn er den schon boostet, weiß ich gar nicht, ob er den vielleicht hat, ne? Er boostet nur eine Karte hoch. So, ich könnte jetzt 30 Punkte instant machen. Und 30 Punkte instant wäre schon gut, weil dann würde er wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. Dafür müsste ich halt nur einen Tribut zahlen. Aber wenn er wirklich den boostet, dann denke ich nicht, dass er noch was anderes hat. Und ich werde tatsächlich mal noch einen Bossodi-Schuss abgeben. Okay, wir haben sogar noch eine Karte mehr. Das ist es halt, ne? Er hat mir eigentlich im Prinzip damit gezeigt, dass er nur diese Karte benutzen kann. Tethering ist ziemlich gut für 2 Schiffe. Bossodi ist relativ toll. Tunneldrill werde ich, denke ich, nicht brauchen. Tunnel Fire Freeze möchte ich auch nicht haben. Schwindel gefällt mir relativ gut. Weil ich kann erstmal schwindeln. Und ich kann 2 Münzen benutzen. Und dann kriege ich meine beiden Schiffe wieder. Ist echt gut, dass wir eins geklaut haben. Sonst könnte ich nächste Runde einen Tethering ausspielen. Könnte auf jeden Fall noch ein Schiff snacken. Und wird es wieder rauskriegen. Aber wir haben genug Karten, die Münzen ausgeben können. Wir haben Seeschakal immer noch. Wir haben Bossodi, den kriege ich natürlich jetzt nicht weg, die Binky, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist eine Karte, die wird nicht sonderbar bedrohlich. Ich sehe jetzt nichts, leider, wegen der Katze. So, ich denke nicht, dass er noch irgendwas hat, was ich wegschießen müsste. Das heißt, ich spiele jetzt mal so aus. Ich möchte halt wirklich meine Seeschakal-Karte möglichst spät ausspielen, wobei ich werde die nächste Runde ausspielen. Genau deswegen. Weil ich möchte halt um den Mowels herumspielen. Okay. Könnte noch einen Geralt haben, das heißt, ich werde jetzt nur einmal boosten. Ich habe immer noch einen Horst. Wobei ich würde eine Münze verlieren. Okay, es ist noch ein Edward Bossoli. Der reicht aber nicht aus, er hat keine Münzen mehr. Okay. Zweimal den aktivieren, Horst ausspielen, nochmal zweimal deaktivieren und einfach durchklicken. Haben gewonnen. Ja, das war letzte Runde nicht so günstig von ihm, dass er halt wirklich alles auf diese eine Karte gesetzt hat. Weil momentan ist tatsächlich Hard Removal im Umlauf und das ist wirklich nicht zu knapp, ne? Und Seeschakal auf 26 Punkte hoch zu boosten, ist wirklich riskant, ne? Er hatte zwar extrem viele Münzen, aber genau ist das Problem, was mit Syndikat auftreten kann. Er hatte einfach nicht solide Karten, mit denen er Münzen ausgeben konnte. Den Schmied habe ich ihm halt weggenommen, das war ziemlich gut von mir, weil dadurch konnte er halt nur noch eine einzige Karte hochboosten, weil der Schakal hat da keine, ich weiß nicht, was seine letzte Karte in der Hand war, aber der Schakal hat dadurch wirklich nur die ganzen Münzen abgefangen und es war dann vollkommen egal, wie viele Münzen er am Ende der Runde bekommen hat, weil ich sowieso diese eine Karte hätte wegnehmen oder weggenommen habe. Also von daher war eine ziemlich so gute Runde. Das Bluten in der zweiten Runde hat nicht so funktioniert und wir haben es tatsächlich mit dem Kartenvorteil rausgekriegt. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Runde wieder und mal gucken, was dann passiert. Bis gleich. Denn wir spielen Monster. Wir müssen anfangen. Ich mag es tatsächlich nicht so, mit der Königin anzufangen. Wir haben 2 Neblinge, davon kann ich auf jeden Fall einen ablegen. Wir haben einen Babagasi, ich hätte einen Kairan. Ich könnte auch einen Deadler Fire Vampire rausholen. Oder vielleicht sogar einen Dingens. Carantir für einen weiteren Kairan, dass ich genug fressen kann. Ich habe tatsächlich Angst, also ich habe momentan eine Menge zum Konsumieren und eine Menge Karten, die konsumiert werden müssen.
Aber ich habe tatsächlich Angst, dass er mir da eine wegblockt. Soll ich einen Schleimling ablegen? Eigentlich könnte ich sogar die Hand so spielen. Für den Fall, dass er mir halt was wegblockt, ne? Okay, ich fange tatsächlich mal mit... Ich fange tatsächlich mal mit dem Schleimling an. Könnte mir den locken, ne? Also wie gesagt, wenn mir alles weglockt, wenn er Sire of Aug schon in der ersten Runde committet, dann habe ich tatsächlich da vielleicht was ganz Gutes bei ihm rausgeholt. Dann auf jeden Fall beide auf der Hand. Er hat auf jeden Fall beide auf der Hand. Muzzle, okay. Der spielt direkt ziemlich gute Goldkarten aus. Ich glaube sogar, ich würde ganz gerne dann Kairan instant rausholen. Also drei Karten fressen und ein Kairan. Plus 5 Punkte Boost, das macht ziemlich viele Punkte. Er hat Muzzle raus, er hat Leffo raus. Ich weiß, was er nächste Runde auf der Hand hat. Das Problem ist, ich sollte natürlich die erste Runde gewinnen gegen Nilfgaard, weil sonst kommt ein Bonn hart. Glaubt mir sogar nochmal. Wenn ich jetzt einen Karen hier mit dem Kairan raushole, wie viele Punkte geht mir das? 4 plus 5 plus 3 sind 8, sind... Ich lieg 21 Punkte hinten. Ich würde 12, 17 generieren können. Das reicht nicht aus. Das muss tatsächlich passen. Was natürlich furchtbar schade ist für mich, aber... Vielleicht wird es noch was, weil Herz 4 ist schon raus. Ich werde natürlich nicht den Last Say generieren können. Ich hätte nicht mehr den 5-Punkte-Boost nutzen können, aber ja... Ich kriege noch einen Infiltrator ins Deck rein. Und er hat Seraph of Augs auf der Hand. Das heißt, ich denke mal, er wird auch nächste Runde versuchen zu ziehen. Das heißt, ich müsste wirklich gute Karten rauskriegen. Das ist jetzt für mich das Wichtigste. Nicht dich. Geralt wird wahrscheinlich auch gegen Nilfgaard eine tote Karte sein. Das ist das Problem. Karen hier gefällt mir relativ gut, aber dann müsste ich auch die richtige Karte ziehen. Sägemaul. Okay. Ich benutze tatsächlich eine Anführerfähigkeit. Ich muss eine Anführerfähigkeit benutzen. Für den Greif. Kann auch sein, dass er jetzt passen will. Nein. Okay. Ich weiß, dass das... das war nicht gut. Er hätte irgendwann gespielt werden müssen. Okay, aber er passt nicht. Ich spiele eine Karte aus meinem Deck raus. Jetzt kriegt er bestimmt ein Sägemaul. Wetten wir? Ne, er kriegt einen Kevin hier. Okay, das ist nicht schlimm. Nimmt die zurück auf die Hand. Okay, das heißt, er nimmt wahrscheinlich noch eine Asaya, packt sich Muzzle wieder zurück ins Deck. Ja, das heißt, ich muss jetzt in diesem Fünferbereich muss ich tatsächlich aufpassen. Ich werde aber nicht um diesen Fünferbereich rumspielen können, weil ich schon allein die Weberin habe. Und meinen Einser-Nebling. Ich hätte den wahrscheinlich beschwören sollen mit einem Carantier. Dann hätte ich wenigstens noch zwei Ziele zum Fressen gehabt. Ich meine, ich könnte immer noch einen Pugo rauskriegen. Oder vielleicht sogar eine Brauerin. Ich gehe sogar von mir aus eine Karte nach hinten. Das sieht nicht gut aus für mich. Ich weiß, dass er Muzzle hat. Ich gehe nicht mehr vom Bornhard aus, aber ich gehe vom Peter aus. Und sowohl Peter als auch Bornhard Monster haben immer noch Peter und Bornhard und können gegen Monster wirklich ziemlich zerstörerisch sein. Das ist das größte Problem, was ich habe. Ich weiß, dass er Seraph Aux und ein Menokuhorn mit einem Muzzle auf der Hand hat. Die anderen zwei Karten sind vollkommen egal, weil allein durch diese Karten kann er ordentlich Tempo rausholen. Okay, Sklavenfantry. Ja gut, hätte ich durch Kevin hier noch wissen können.
ist echt knifflig für mich. Aber ich kann auch irgendwann einen Geralt rausholen, ne? Das ist der Vorteil, den ich so ein bisschen habe. Ich könnte jetzt beide von denen fressen und könnte ein Sägemaul ausspielen. Was ich auch, glaube ich, tun würde. Ich weiß, dass ich damit genau in den Peter Leo Bonhard reinspiele oder sonstiges. Aber geht jetzt einfach nicht anders. Weil damit nehme ich ihm wenigstens seine Muzzle-Chance. Falls er einen Peter auf der Hand hat. Es ist nur ein Wimdi, okay. Es ist nur ein Wimdi. Kevin hier brauche ich nicht. Und ich denke mal, er könnte ein Ziel für seinen Kohorn werden. Was Besseres würde er nicht klauen können. Ich hoffe halt auch, dass er mir den Carrantier klaut. Der ist eigentlich nur gerade so ein Lockenmittel, ne? Also was ich mir gedacht habe dabei ist, dass Carrantier jetzt vielleicht durch eine Muzzle geklaut wird, weil er kein anderes Ziel mehr findet. Und wenn er das macht, er passt sogar, okay. Wenn er das macht, dass ich dann den Flüsterhügel auf die Weberin nochmal ausspielen könnte. Seraph, Aux und Menno Kohorn sind seine letzten Karten. Und das wird wirklich sehr rabiat. Den kann er mir jederzeit muzzeln. Kriege, was ich will, aus meinem Deck raus. Es könnte ein Oswald sein. Ne? Ein Oswald ist sogar eigentlich für einen Greif ein ganz gutes Ziel. So. Die kann ich behalten. Mit Whispering Hillock könnte ich vielleicht nochmal einen Deadlove kaputt machen. Wobei, ja, da müsste ich die zuerst ausspielen. Hugo Bumsbrecher bringt mir gerade nicht viel. Ich überlege sogar, ob ich den Whispering Hillock ablege. Ich denke nicht, das ist die Karte, die sich wahrscheinlich am ehesten bricken wird. Geralt brauche ich überhaupt nicht. Nebling. Ja, besser als nichts. Ja, das ist eigentlich fast tote Karte, aber könnte ich mit einem Bumsbrecher benutzen. Macht Hugo immer noch zu einer ganz guten Karte. Wimdi ist raus, das ist auch gut für mich. Das Beste, was ich tatsächlich ziehen könnte, wäre wahrscheinlich in Oswell. Bringt mir die meisten Punkte. Das heißt, ich könnte eigentlich Deadlar Fire Vampire ausspielen, aber der wird mir die meisten Punkte fast geben. Kann ihn immer noch locken. Also er kann ihn muzzeln und er kann ihn locken, der wird nicht durchkommen. Ah, das ist mal so. Damit habe ich schon gerechnet. Schon auch klar. So. Ich weiß, dass er noch einen Seraph hat. Aber ein Seraph macht 8 Punkte. Ein Oswald wird er nicht mehr rankommen. Und wie gesagt, wenn er Peter hat, hat er automatisch gewonnen. Und da er die nicht anschießt, denke ich mal, dass er noch was ziemlich Gutes haben wird. Okay, also das ist eigentlich das Beste, was ich holen kann. So. Die letzte Mume würde mir... Ich glaube, hätte mir ein paar mehr Punkte gebracht, ne? Die letzte Mume hätte mir 10 Punkte gebracht. Er bringt mir jetzt genau ein weniger, aber wie gesagt, es ist nur eine Sklaveninfanterie, es reicht trotzdem aus. So, aber gar nicht... Also der hat es wenigstens richtig mit dem Bluten gemacht, ne? Er hatte seine besten Karten auf der Hand. Hat er schon eine Menge gute Karten ausgespielt, aber wie gesagt, das Problem ist einfach bei Nilfgaard, wenn man tatsächlich vielleicht sogar die erste Runde, und er hat wirklich ein extrem hohes Tempo und hat mich damit aufgehalten, komplett. Das war so ein bisschen meine Befürchtung. Und es hat ihn nicht wirklich geschadet. Muzzle hat ihm noch alles geklaut, was er hätte klauen können. Hatte nie wirklich Chance. Ich hätte vielleicht einen Glasti, aber wenn ich Glasti in der zweiten Runde gespart hätte, hätte es wahrscheinlich auch in der letzten Runde nicht geklappt. Ist es manchmal tricky. Da muss die Artefaktkönigin ran. Die ist tatsächlich ein bisschen angreifbar, die ohne Artefaktkönigin. Wird auch weniger gespielt, glaube ich. Aber ich mag sie einfach mehr, weil ich bin kein Artefaktfreund. Aber egal, wir machen noch eine letzte Runde. Und das wird jetzt tatsächlich mal die Fraktion sein, die wir alle schrecklich lieben. Bis gleich.
Das ist unglaublich. Gerade jetzt treffe ich nochmal auf den Usurpateur. Und der nervt mich wirklich unfassbar mit diesem Deck. Okay. Tempelwache lege ich ab. Selkirk möchte ich sogar fast behalten. Das Kommando möchte ich auch behalten. Ich glaube, ich kann noch eine Adeptin ablegen. Ich ziehe noch eine Enchantress raus. Er ist nicht die beste Hand, aber er muss sowieso anfangen. Also ist das in Ordnung für mich. Okay, dadurch, dass meine ganzen guten Karten nicht wirklich funktionieren, weil ich meinen Seal-Effekt nicht habe, trifft es mich natürlich jetzt ziemlich hart. Möchte trotzdem wahrscheinlich die erste Runde irgendwie gewinnen. Aber ich habe auch gerade nichts für meine Blue Stripe Scouts. Das heißt, da muss ich wirklich auf andere Karten hoffen. Immerhin gibt er mir ein Ziel für die. Wobei ich fast überlege, die wegzuschießen. Die bleibt schön am Leben. Wahrscheinlich noch ein Sklaventreiber. Oder eine Sklaveninfanterie. Okay. Ich spiele tatsächlich einen Selkirk aus. Der wird es sowieso nicht hinkriegen. Der wird gelockt. Aber das ist nicht schlimm. Er passt. Er gibt mir die Chance zu spielen, wie ich will. Okay. Er gibt mir die Chance, so zu spielen, wie ich will. Mit dem Draug in der letzten langen Runde. Wahrscheinlich auch Seraph Oaks, aber es ist mir egal. Die haue ich ihm vielleicht früher raus, wenn ich genug Karten kriege. Sheila, Blue Stripes, das ist in Ordnung tatsächlich. Tempelguard möchte ich ablegen. Pavetta bringt mir jetzt in der Runde nichts. Ich denke auch nicht, dass ich Pavetta großartig brauche. Aber ich kann sie jetzt in der Ruhe ausspielen. Wobei, vielleicht könnte ich sie nächste, aber ich habe nichts momentan, um die rauszuholen aus dem Deck, ne? Was möchte ich wegwerfen? Ich glaube, ich spiele erstmal. Ich möchte wahrscheinlich eine lange Runde haben, ne? Ich spiele mal eine Sabrina aus. Grund, warum ist Sabrina, weil ich nicht glaube, dass ich meinen Draug effektiv nutzen kann. Wobei Seraph Oaks wird er gar nicht hinkriegen, wenn ich meinen Draug als vorletztes ausspiele. Das habe ich gerade missachtet, aber Sabrina ist mir trotzdem mit zu hoher Gefahr, schon allein wegen Sklaveninfanterie. Also Sabrina ist halt. Weiß ich nicht. Okay, eine Karte kann ich noch. Dann werfe ich die noch weg. Pavetta behalte ich. Vielleicht für nächste Runde, aber ich glaube auch Pavetta werde ich auch irgendwie versuchen abzulegen. Okay, er weiß zumindest, was ich nächste Runde auf der Hand habe. Und er hat mir einen Selkirk gebanished. Was Selkirk ist für mich keine große wichtige Karte. Ich muss gucken, dass ich meine Blue Stripes rauskriege. Das wäre wichtig für mich. Ich habe nichts, was einen Seal-Effekt gibt. Frage ist, ob ich Nekromantie brauche. Meine Nekromantie eher nicht. Mal gucken, was ich nachziehe. Okay, Prinz Ansaïs. Du gefällt mir schon mal relativ gut. Ich glaube, ich lege auf jeden Fall eine Adeptin ab. Ich lege auf jeden Fall meinen weiteren Kommando ab. Ziehe noch einen weiteren Scout raus. Okay. Ich meine, ich habe immer noch Draug. Und ich weiß, dass er den höchstwahrscheinlich locken wird. Counter. Mage. Okay, er hat auf jeden Fall einen Aux auf der Hand. Es ist aber nicht schlimm, dass er einen Aux auf der Hand hat, weil wenn ich meinen Draug durchkriege, kriege ich meinen Draug durch. Okay. Er hat zumindest keinen Seraph. Und wenn dieser Seraph fehlt, dann fehlt schon ein dickes Stück der Combo. Die Frage ist, was er halt noch hat. Ist das ein Drachentraumdeck? Es könnte ein Drachentraumdeck sein, natürlich.
Dann sollte ich Draug vielleicht sogar ein paar Runden früher ausspielen und vielleicht mein Last Say gut abmischen. Okay. Ich denke mal, jetzt wird ein Aux kommen. Oder einen Cleaver. Er möchte die 100% verhindern. Alle. So, das heißt, da werde ich gar keinen durchkriegen, ne? Wobei, ich kann ihn jetzt wiederbeleben. Frage ist, ob er Drachentraum spielt. Ist auf jeden Fall ein Schubdeck. Schub kriegt einen Drachentraum. Damage an Enemy Unit by 4. Okay, er kriegt meine Schiele weg. Okay, ich gehe jetzt nicht mehr vom Drachentraumdeck aus, sondern wirklich von einem Schubdeck. Das heißt, wenn ich eine Nekromantie ausspiele und mein Kommando wiederbelebe, könnte ich es schaffen. Er hat noch Aux. Wenn er jetzt Aux benutzt, weiß ich, dass er wahrscheinlich nichts anderes mehr hat. Und dann kann ich versuchen, weil ich sowieso nichts Besseres rauskriegen könnte, noch den rauszuholen. Hat er noch was? Was vier Schaden macht? Nein. Nichts mehr, was vier Schaden macht. Okay. Semperfy! Schmicht hatte sich jetzt schon mal den Drauf auf. Und wenn er nichts mehr hat, was es aufhalten könnte, Drachentraum wird sowieso nicht mehr auslösen. Es gibt keinen Gimpy Ghoul mehr, vor dem ich mich fürchten müsse. Seraph ist raus, beziehungsweise Seraph hat er nicht auf der Hand, Aux ist raus. Und ich kann nächste Runde ein paar Wiedergänger erschaffen. Das ist nicht mal schlimm. So, hab ich dich noch weg. Ich glaub's nicht. Wir könnten sogar eine Runde mit den nördlichen Königreichen gewinnen. Also ich meine, das Deck ist immer noch so das flexibelste und beste Deck, ne? Ich glaube, die zwei Aufladungen hebe ich mit der Saison immer noch auf. Kann den Peter an uns zerreißen. Okay, wir haben sogar eine Runde mit den nördlichen Königreichen gewonnen. Ja, wie gesagt, dieses Draugdeck kann funktionieren. Und er kriegt keine Punkte mehr. Ah, ich muss Paletta noch ausspielen. Okay, das lief relativ toll. Also wie gesagt, wenn man Nördliche spielt, man kann Henselt spielen, man kann Foltes spielen, aber nicht mehr lange. 6 Tage noch, dann kriegen wir die Überarbeitung. Und ich wette, dass wir diese Woche sogar noch einen Livestream kriegen, was überarbeitet wird bei den Nördlichen Königreichen. Ich bin furchtbar gespannt, weil ich habe die Nördlichen Königreiche immer geliebt, aber diese Fraktion braucht dringend ein bisschen Liebe, weil zu spielen macht sie mir einfach persönlich nicht so viel Spaß. Es kann funktionieren, man hat das gerade gesehen, es kann super gut laufen, auch wenn es ein Usurpateur ist, aber oh, es ist einfach so dieses... Ich meine, ihr habt gesehen, wie viele Anläufe wir gebraucht haben, um so ein Kommando oder die Kommandos aus dem Deck rauszukriegen. Wir mussten uns sogar einen aus dem Deck rausziehen. Ne? Adalia hat nicht funktioniert, Ausspielen hat nicht funktioniert, Wiederbeleben hat nicht funktioniert. Wenn man einfach diese Anführerfähigkeit von Foltes nicht hat, dann sind die einfach so unerträglich. Aber gut, das war es mit einer Runde Grand Ranked mit 3 Spielen. Ist sogar ganz toll, dass wir jetzt 6 Fraktionen haben, weil dann können wir immer einen Tag 3 spielen, den anderen Tag die anderen 3 spielen. Und beim nächsten Mal können wir so ein bisschen mixen, ne? Aber wir haben jetzt 6 Fraktionen, das heißt, wir müssen nicht in 2 Folgen eine Fraktion dann doppelt spielen, was natürlich auch ein bisschen schade ist, aber ja, ich kann es nicht ändern. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und vielleicht kriegen wir ja heute noch die News für den Livestream, ne? Ich wäre auf jeden Fall erfreut, denn ich möchte unbedingt wissen, was sich bei den nördlichen Königreichen so geändert hat, aber ja, das werden wir sehen, denn am 28. endet die Season, also hoffentlich bald. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.